Willkommen zu einem neuen Angezockt-Video in Zusammenarbeit mit Square Enix. Darf ich euch heute schon das Remake von Nier Replicant vorstellen. Nier Replicant ist der Vorgänger von Nier Automata. Das Spiel werden wahrscheinlich die meisten kennen. War sehr erfolgreich, hat eine sehr stabile, eingefleischte Fangemeinde. Und hier sehen wir heute eine aufgehübschte Version vom Vorgänger. Nier kam damals 2010 für die Xbox 360 und für die PlayStation 3 raus. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, das hatte damals auch zwei unterschiedliche Versionen. Einmal eben Nier Replicant und dann gab es aber auch noch Nier Gestalt. Nier Gestalt war die Version, die wir hier im Westen spielen durften und war dem westlichen Markt ein wenig angepasst. Wie zum Beispiel, dass der Hauptcharakter älter und brachialer dargestellt wurde und auch so ein bisschen von der emotionalen Erzählstruktur, nur minimal wurde es auch so ein bisschen an den Westen angepasst. Also hier haben wir das Original und das wurde geremaked. Wir haben hier eine hübschere Grafik, einen komplett neu aufgenommenen Soundtrack und wir haben auch neu synchronisierte Passagen und Dialoge. Dazu gibt es auch weiteren Content wie neue Dungeons, extra Kostüme und vieles mehr. Ich bin gespannt, denn Nier war ein einzigartiges Werk, ähnlich wie Nier Automata, damals nur für echte Kenner ein Geheimtipp und es hatte so ein bisschen eine Hürde, die man nehmen musste, aber wenn man sie genommen hat, dann hat man ein unglaublich einzigartiges Spiel bekommen mit einer Wahnsinnsstory, einem Wahnsinnsspielgefühl und auf jeden Fall wert, es einmal durchzuspielen. Und jetzt die perfekte Gelegenheit, denn das Spiel gibt es morgen für die PlayStation 4. Die Xbox und für den PC auf Steam, läuft natürlich auch auf den neuen Konsolen, wie zum Beispiel auf der PlayStation 5. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das war jetzt alles an Informationen und wir starten mal mit einem neuen Spiel. Okay Leute, das Spiel kann man auf Englisch und auf Original Japanisch durchspielen. Es gibt leider nur deutsche Untertitel. Also keine deutsche Sprachausgabe.
an. Hey, you okay? I think so. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. But what about those monsters? Are they gonna come back for me? Don't worry, Yona. I won't let those things anywhere near you. Sit tight. I'm gonna go see if I can find something to eat. Touch that book. Not ever. Got it? Got it. Nun, ist es klug, auf dem eiskalten Boden zu sitzen? Ich meine, ich hätte eher das Brett drunter gelegt. Alles klar, hauen wir sie mal zu Brei. Aber ich finde die Synchro eigentlich ganz gut. Oh nein, Junge. Lass die Finger von dem Buch. Tja, es gibt doch nichts über ein gutes Buch, oder? So, man sieht schon, wir bekommen dann auch neue Fähigkeiten. Das Ganze hier ist ein Action-RPG. Ich denke, da kann man es ganz gut einstufen. Und man levelt auch, kann Sachen verteilen. Neue Stufe. Also wie gesagt, ist schon ein extrem geiles Spiel. Aber man muss reinkommen, man muss dem Spiel Zeit geben, damit es seine Story entfalten kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang das ging. Es war nicht wahnsinnig lang. Also kein 40, 50 Stunden Mammutprojekt. Aber ich glaube, es ging schon gut so seine 15 bis 18 Stunden. Je nachdem, man kann ja da auch, glaube ich, einige Dinge optional machen. Aber es ist schon ein umfangreiches Spiel. Boah, was sind das hier für kleine Freaks? Aufladen. Bam, 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 bam. Geil, Mann. Und das Kampfsystem ist extrem nice, wie ich finde. Das haben die Japaner eh drauf. Kampfsysteme machen. So, was haben wir hier? Oh. Das Buch ist gut. Das Buch ist richtig gut. Hey, nicht anfassen, ja? Verboten ist es immer gut. Also ja, das Kampfsystem hat einen geilen Flow. Sehr geilen Flow. Boom, hier kann man auch schöne Kombos machen. Die Hechtrolle. Alright. Ey, ich bin so gottgleich unterwegs. Der muss schon ausweichen, wenn er ein Buch hat. Wie die ganzen Red Bubbles hier rumfliegen.
Ah, die kleinen Rabauken hier. Boah, noch mehr von denen. Wir können auch blocken, by the way. Mit LT. Wow, 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 wow. Diese kleinen da hinten wegholen. Die sind mit Abstand am schlimmsten. Achtung. Okay, ich glaube, wir haben sie. Sauber aufgeräumt. Oh, das sind noch zwei. Neue Stufe. Die dunkle Lanze. Hohoho, die haut auch nicht schlecht rein. Neue Stufe. Haben wir den? Ja. Achtung. Alter, wie der mir gibt. Hier ist noch einer. Jonah! Jonah, geht es dir gut? Ich habe kein Essen besorgt. Aber natürlich. Aber natürlich. Noch ein riesiger Fettsack. Oh, nicht gut. Okay, die Kleinen hauen fies rein. Lass mal die Kleinen wegholen. Wow. Okay, jetzt gerade wird es sehr, sehr stressig. Was ist das für eine riesige Armee? Komm schon. Okay. Für meine Schwester. Mist, hätte ich ausweichen müssen. War hier noch ein kleiner? Wow. Komm, 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 komm. Gib ihm, gib ihm. Okay, das macht nicht wirklich viel Damage. Mit der Lanze bin ich definitiv besser unterwegs. Autsch. Kriegen wir hin. Aber ich finde, das gute alte Rohr, das gute alte Rohr macht am meisten Damage. Eisenstange. Der braucht schon Magie, wenn er eine Eisenstange hat. Repier. So gefällt mir das. Einfach mal Stufe 30 werden. Jonah, talk to me. It's okay. I'm fine. What about you? Those guys were nothing. Okay, good. Hey, by the way, look at this. I found it while you were gone. Wow, is that a cookie? Here. We can split it. No, you take it. No, you need to eat too. Fine, I'll take the small half. No, come on. You need to keep up your strength. Jonah! Jonah! Oh no. I'm sorry, I dropped the cookie. I didn't mean to. Jonah? Why did you? You've always been the one helping me. So I just wanted to. No. Jonah! Jonah!
We need help. Please, somebody, we need help. Help us! Oh, Yoda. All right, I'm heading out. Und jetzt machen wir diesen unglaublichen riesigen Sprung. Can I come with you today? Better not. I'm probably going hunting. Okay. But I'll bring you back a book from the library, okay? Yay! Thanks. I'll see you later. Try and get some rest. Ja, ja, wir wissen ja alle, Bücher können alles verändern. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich ein bisschen Arznei. Ein wenig Geldi. Und ein wenig Suppe zum Schlabbern wäre auch ganz nett, aber wir kriegen keine Suppe. I should go to the library and see what Popol is up to. 1412 Jahre später. Wie ist das möglich? Nun, ja, ihr werdet es erfahren im Laufe des Spiels. Ich sag ja, anfangs ein bisschen schwierig, so vom Zugang. So, Briefkästen, da kannst du speichern. Gehen wir auch direkt mal hin und machen direkt ein Save. Moment, zack, B. Und schon haben wir das Spiel gespeichert. Geht doch alles sehr, sehr flott. Das Geile ist, du kannst hier auch mit den ganzen Dorfbewohnern reden. Also hier rennen Kinder rum, da oben sitzt eine Alte. Yo, Alte. There's no better sight than children in high spirits. It makes me feel young just looking at them. Ja, aber du bist trotzdem alt und vertrocknet. Tut mir leid. Absoluter Realitätsverlust, Oma. Für dich ist alles zu spät. Das ist ganz cool, dass hier wirklich jeder Dorfbewohner mit dir reden kann. Auch hier zum Beispiel die Wache. Visiting Popola again today? Ja, da gehe ich hin. Zu Popola. Die alte Rotznase. Alright, wir können hier auch oben zu einer hin, die eine sehr, sehr, Moment, deprimierende Aufgabe hat, wenn ich jemals die Treppe hochkomme. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell und ja, das Spiel ist extremst japanisch von seiner ganzen Stilistik und von der Art des Gameplays, vom Design her, von der Levelstruktur. Popola asked me to organize the books, but I had no idea there were so many. I never should have taken this job. Du arme, arme Lady. Die wird enden wie die Oma beim Brunnen. Einsam und vertrocknet und kann dann die Kinder von anderen beobachten. Moin! Good morning. How's Yona doing today? Her cough's still pretty bad. Hmm, that's worrisome. I know. I keep hoping she'll at least get a little better, but I don't know. I feel like I'm failing her. Oh, stop that. You're the finest brother a girl could hope to have. Anyway, I was hoping you might take care of this for me. I got a request from someone in the shopping district. They need you to get some mutton from the northern plains. Got it. I'm on my way. Since you're going to the plains, let me give you a map. Trust me,
It'll come in handy. Oh, and one more thing. Would you mind purchasing 3 medicinal herbs from the client while you're at it? I used my last one earlier. Here's some money. Coppola, this is way too much. Well then, buy some for Yona while you're at it. You don't have to... It's okay. Okay, du gibst mir so viel Geld. Thanks, Popola. What's this all about? Just the way you and the other villagers always take care of us. We really appreciate it, is all. Think nothing of it. People need to look out for each other, right? Besides, everyone here wants to see Yona healthy and happy. So hang in there, okay? I will. Ich versuch's. Ich versuch's. Der ewige Husten. So, sie hat mir jede Menge Cash gegeben. Ich weiß gar nicht, wenn wir 3-mal Arznei sammeln. Oh, wen haben wir hier? Yona? Oh, hey. Yona, you're supposed to be in bed. See, now your ribbon's all undone. I'm sorry. I just thought I'd see if the library had any books about how to cure my sickness. Yona. Look, don't worry. You're gonna be fine. You just need to eat and rest. If you take good care of yourself, you'll get better. You really think so? I know so. Anyway, I've got work to do, so I need you to head home. Deal? Deal. Ach, die Kleine. Die macht mir nur Probleme. Klar, die ist niedlich, aber trotzdem. 1412 Jahre Husten. Wann wird's denn endlich People mal besser? People say the world is dying. Populations continue to fall. While plague and disease run rampant. If that wasn't enough, monsters called Shades now roam the land as well, threatening our very lives. But I can't let any of that distract me. My sister is sick, and my only goal is to ensure that the two of us survive. It's not easy for a pair of kids to live on their own. But the villagers have been kind to us. And despite everything, somehow I feel like we're gonna be okay. We have to be. There's no other choice. Ja, wenn man das Spiel hier so sieht und die Farbstimmung und die Musik und die Atmosphäre, denkt man sich, ey, ist doch alles in Ordnung. Klar, deine Schwester hat einen bösen Husten, aber sonst sieht doch gut aus. Was ist dein Problem? Aber... leider ist das nicht die Realität. Denn die Lage ist bitter. Gut, dann ziehen wir mal los. Wir sollen jagen. Ich weiß, dass man Kräuter auch im Dorf finden kann. Okay, Ziel erfassen. Alright. Hey, alter Bock, du. So. Hammelfleisch. Aus irgendeinem Grund lieben die Japaner Hammelfleisch in ihren Rollenspielen. Ne? Das ist irgendwie... weiß nicht, wie oft jagt man Hammelfleisch in solchen Spielen? So, wie viel Hammel benötigen wir denn? Abgestochen, das arme Tier. Ich glaube halt, wie gesagt... man konnte Kraut finden. Also im Dorf kann man definitiv Kraut finden. Ich glaube aber auch hier. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Frage ist halt, wenn ich Kraut finde, spare ich dann mir die komplette Kohle. Na gut, gehen wir mal zurück. Damn. What are Shades doing so close to town? Tja. Da muss jemand mal wieder ran und aufräumen. Die kleinen Teufel hier. Ganz schön schnell. Ich wünschte, ich hätte noch meine gute alte Eisenstange. Oder mein Buch. Hab ich gerade ein altes Schulbuch bekommen? I had no idea Shades were loose so close to the village. Arzneikraut. Alright, stecken wir mal die Fingerchen rein und nehmen noch ein bisschen Hammel mit. Wir können auch kochen.
Ob das jetzt schon geht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass man im Spiel kochen kann. Man kann auch Rezepte und alles erlernen. Es gibt Tränke, Kräuter, allgemein Pflanzen. An so ein bisschen was kann ich mich noch erinnern, aber das ist schon wieder 11 Jahre her. I can't even go hunting in peace anymore. Time to get this meat to the shopkeeper. Was ist eigentlich hier drüben? Schweine, kann ich die auch töten? Unschuldige Schweine, nee, ich glaube, die können wir nicht töten. Genauso wie die Hühner. Hühner sind immer unbezwingbar. Du kannst die Hühner nicht vernichten. So, du hier. Here's that mutton you wanted. Oh, thank you. You wouldn't believe how popular this stuff has been lately. Oh, and this isn't much, but I'd like you to have it. And tell Popola I said thanks, okay? You got it. Oh, 600. I think Popola wanted 3 medicinal herbs. Okay. Okay, Moment, hier kann ich sehen, was ich als nächstes tun muss. Moment, hier kann ich sehen. 2 von 3. Aber bevor wir dafür Geld ausgeben, joggen wir ganz schnell mal nach hinten. We have some lovely items today. Und hier drüben. Ah, gucke do. Was haben wir denn hier? Damit hätten wir 3. Klar, ich habe keine mehr für mich. Hier in der Ecke liegt nichts. Okay. Göre, geh mir aus dem Weg. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Mission. Ich glaube, bei der alten hier kannst du Kräuter kaufen. Why not fill your garden with flowers? Ach nee, das ist die Blumenhändlerin. Tomatensamen, Kürbissamen. Ja, kochen war ein großes Element. Dann gibt's hier wohl Tränke. Make sure you stock up on necessities before heading out to hunt. Was kosten hier dein Arzneikraut? Eine Heilsalbe kostet 1000? Wow. Ja gut, ich nehme mal hier noch 2 mit. Come back anytime. Ja. Jederzeit, mein Freund, jederzeit. Ja, lieber mal noch ein bisschen was mitnehmen. Man kennt's ja, ne? Plötzlich in irgendeiner Notsituation und man hat nicht das gute Heilkraut. Noch speichern gehen. So. Wow. Beinahe die Treppe übersehen. Gut, gehen wir mal hinein in die Bude. Okay, meine Schwester treibt sich hier nicht wieder rum. Die lümmelt hier nicht rum. Gut, hat sie endlich mal auf mich gehört. I delivered the mutton. Oh, and here's your herbs. Great. That should help with the food shortage. And thanks for the herbs, too. That's all for today. You should hurry back to Yona. Thanks. All right. Dann gehen wir mal zu meiner geliebten kleinen Schwester. Ach, wäre doch immer alles nur so easy und ruhig, ne? Gibt's eigentlich Fallschaden? Keine Ahnung. Einfach hier runterstürzen. So, Schwester. Ich hoffe, du warst brav. Bist schön im Bett geblieben. Ich habe jetzt eigentlich gar kein Buch für sie, oder? Welcome home. How'd it go today? Anything exciting happen? 'Cause I just stayed here all day like you told me to. I tried reading books, but I finished all of them. So if you have any fun stories, you should tell me. Hmm. Well, Popola told me about a legendary flower called a lunar tear. Have you heard of it? That's a silly name. I guess. But people say finding one will make you rich beyond your wildest dreams. If I ever found one, I'd buy you so many cookies your stomach would hurt. Could a lunar tear make me better? Sure. With that kind of money, we could buy the best medicine around. The kind that'll cure anything. Hmm.
Yona? What's wrong? It's nothing. Good night. Es ist doch noch total hell. Es ist doch eigentlich quasi am Mittag. Am nächsten Morgen. Okay, I'm off to Populous. See you later. And please stay out of trouble today, okay? Okay. Tja, in einer Welt ohne Netflix. Eine düstere Zukunft. Eine düstere Zukunftsvergangenheit. So, ich speichere hier nochmal. Bams. Schwupps. Alright. Und dann, meine Freunde, war es das hier mit der Folge. Also ja, ich werde das Spiel wahrscheinlich nochmal durchspielen. Jetzt hier so aufgehübscht. Ich habe auch damals nur die westliche Nier-Gestalt-Version gespielt. Oh, was haben wir hier? Bären. Deswegen, ja, lohnt sich für mich nochmal das Ganze durchzuspielen. Ich kann nur sagen, checkt den Link in der Beschreibung ab. Dort findet ihr mehr Informationen zu diesem Spiel hier. Und wie gesagt, es lohnt sich wirklich. Hab damals mit dem Spiel sehr viele schöne Momente gehabt. Besonders für Fans, die Nier Automata mochten. Empfehlenswert, das Ganze sich mal anzugucken. Wir mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewertung dalassen. Und tschüss!